herzlich willkommen zusammen zu einem Medieval Dynasty News Update Video. Ja, das Herbst-Update für Medieval Dynasty ist da und damit können ab sofort Konsolenspieler auch Medieval Dynasty auf der Konsole spielen. Gibt's für PlayStation und Xbox. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Wer neu anfängt und Fragen hat, einfach fragen oder gerne hier meine Videoreihe durchschauen. Da lernt ihr auf alle Fälle jede Menge. Ja, im Rahmen dieses Updates gab es nicht nur die Freischaltung für die Konsolen, sondern es wurden auch neue Dinge dem Spiel hinzugefügt, Bugs gefixt und gewisse Dinge etwas geändert. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Sachen jetzt im Detail nach und nach an. Punkt Nummer 1. Dazu brauchen wir eine Axt. Wenn wir einen Baum fällen, kann der beim Fallen zukünftig Schaden verursachen. Unsere eigenen Dorfbewohner, die sind sicher, denen wird nichts passieren, aber uns selber, wenn er auf den Kopf fällt, könnte etwas passieren. Ob den Gebäuden was passiert, weiß ich nicht. Ui, wo ist denn das Geräusch hin? Da gab es doch immer so ein schickes Geräusch. Ja, wenn uns selber der Baum auf den Kopf fällt, dann werden wir ausgenockt. Und dann können wir quasi nach 5 Sekunden wieder aufstehen. Auch wenn wir aus einer gewissen Höhe runterfallen, können wir ausgenockt werden und liegen dann zunächst mal 5 Sekunden auf dem Boden. Ich wollte jetzt mal gerade hier schauen, ob ich noch einen Baum irgendwie auf die Palisade werfen kann. Ob der da Schaden verursacht oder nur gegenüber Menschen. Weil das steht nicht so im Detail da drin. Jetzt fällt er halt in die falsche Richtung. Eieiei. Nochmal. Den hier noch. So, auch wenn ihr unterwegs seid mit eurem Pferdchen, reitet, könnt ihr zukünftig runterfallen. Okay. An Gebäuden entsteht scheinbar so kein Schaden. Aber an Menschen. Genau, ihr könnt von eurem Reittier runterfallen. Entweder, wenn das Tier von einem fallenden Baum getroffen wird, oder wenn das Tier stirbt und ihr sitzt da drauf. Wenn ihr betrunken seid und über 80% betrunken seid, dann gibt es jetzt eine Physiküberblendung, dass ihr da noch ein bisschen schwummriger seht. Ihr könnt auch zusätzlich stolpern und fallen, wenn ihr besoffen seid, also auch über 80%. Dann eine Funktion, die finde ich sehr, sehr genial, und zwar eure Kinder, die es hier im Dorf gibt, wenn die den Status ändern in Kleinkind, Kind oder Teenager, also sich weiterentwickeln, dann werden automatisch hier die Fähigkeiten von denen geupdatet und verbessert. Das heißt, es ist umso besser zukünftig, dass man Kinder selber hat, denn damit kann man die schon mal richtig gut vorleveln, bevor die dann so richtig Nahrung verbrauchen und bevor die so richtig ins Arbeitsleben einsteigen. Wenn ihr mit jemandem interagiert und ihr drückt die Interaktionstaste, dann ist die zukünftig in einer Schleife, wie wenn ihr die ganze Zeit klicken würdet. Das haben sie hinzugefügt. Dann gibt es sehr, sehr viele neue Umgebungsgeräusche. Insgesamt 40 verschiedene Vogelarten sind nun zu hören. So ein paar können wir schon mal lauschen. Und zwar
die Tiere, die Vögel, die hören wir zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten. Es gibt Tagtiere, Nachttiere, es gibt Wiesenbiome, Waldbiome und es unterscheidet sich sogar auch noch von den Jahreszeiten. Also im Winter hört ihr andere Vögel wie im Sommer. Und dann gibt es auch noch Vögel, die sind mehr am Morgen singen und andere eher am Abend. Also das Ganze wird schon sehr, sehr lebhaft und ja, deutlich abwechslungsreicher damit gestaltet. Dann auch, je nachdem, wo ihr euch befindet, ändern sich die Umgebungsgeräusche. Es gibt zum Beispiel in der Höhle andere Umgebungsmusik zukünftig, auch hören wir dort Wassertropfen und Steintropfen. Ich bin mal extra hier in die Höhle gegangen und wenn ihr ganz, ganz still seid und zuhört, dann hört ihr hin und wieder mal ein paar Wassertröpfchen fallen. Da waren welche. Habt ihr das gehört? Ja, man muss schon extra draufhören und abwarten. Aber es gibt tatsächlich neue Wassertropfengeräusche hier in der Höhle. Finde ich sehr, sehr genial. Dann sind die Übergänge zwischen den einzelnen Wetterstatis auch fließender. Also Sonnenschein, Regen setzt nicht mehr so plötzlich ein, sondern das Ganze geschieht langsam fließend. Und ihr hört es vielleicht auch, hier war gerade eine Grille am Zirpen. Es gibt auch neue Insektenarten, und zwar 8 Stück. Die sind auch wieder unterteilt in Tag-Nacht-, Wiesen-, Waldbiome. Und da könnt ihr die entsprechend dann hören. Auch die Elche wurden komplett mit einem neuen Geräusch ausgestattet. Ja, und dann gibt es schlussendlich noch ein neues Geräusch, wenn ihr etwas esst. Und zwar, wenn ihr eine Suppe oder ein Brot esst. Das waren jetzt irgendwie 3 verschiedene Geräusche. Das erste, bin ich mir ziemlich sicher, das gab es seither schon. Es scheint so ein bisschen durchzuwechseln, so wie das klingt. Ja, und das sind jetzt nur die Dinge, die neu hinzugekommen sind. Aber es gibt auch noch jede Menge Bugfixes, die wir uns anschauen müssen. Eine Sache hätte ich fast vergessen. Es gibt hier einen neuen Button Schnellspeicherung, wo ihr nicht exakt angeben müsst, wo es reingespeichert wird. Könnt ihr einfach zwischendurch schnell so speichern. Ja, kommen wir zu den ganzen Bugfixes. Während des Wirtschaftsupdates ist manchmal ein Absturz des Spiels aufgetreten. Glücklicherweise ist mein Spiel noch nie abgestürzt. Aber sollte es bei euch passiert sein, dieser Bug ist nun gefixt. Bei der Quest "Ich bin die Vergeltung" kam es vor, dass die Banditen nicht gespawnt sind. Das ist nun auch gefixt. Die Quest "Gesucht, einbeinig, Hochfuß, trägt hoch" ist seither im Sommer aufgetreten und konnte nicht abgeschlossen werden. Die kann jetzt im Sommer nicht mehr auftreten. Die Quest "Meisterangler, gab zu viele Münzen" wurde gefixt. Große Erwartungen eines jungen Baumeisters, da gab es einen fehlerhaften Text. Beim Erhöhen der Gebäudestufen hat die Kamera zu sehr gewackelt. Habt ihr vielleicht gesehen in meinen Videos. Wurde gefixt. Und so weiter und so fort. Also es gibt richtig, richtig viele Bugfixes. Ich würde sagen, ich verlinke die in der Videobeschreibung und wir springen zu den Dingen, die noch geupdatet wurden, weil ich denke, die sind viel interessanter wie die ganzen Bugfixes. Die ganzen Bugfixes, die sind wahrscheinlich für Einzelpersonen, aber die Updates, die betreffen alle. Denn in den Updates
das sind solche Sachen drin, wie dass die Banditen einen geduckten Spieler zukünftig, also so, weniger wahrscheinlich entdecken, wie wenn man ganz normal läuft. Und das ist ja schon eine essentielle Info, die das Spielverhalten eindeutig ändert. Und deshalb schauen wir uns die jetzt an. Zumindest die, wo ich mir irgendwie schnell anschauen kann. Die anderen erzähle ich euch einfach. Bei der Quest "Ich bin die Rache" sind Wegmarkierungen zum Banditenlager irgendwie verschwunden. Vor allem, wenn man mal weggelaufen ist zwischendurch. Die sind jetzt dauerhafter und auch leichter zu finden. Grundlegend wurde auch das Kampfverhalten der Banditen geupdatet. So, mal schauen. Hier in der Nähe sehe ich jetzt keine. Aber in der nächsten Folge bitte bestimmt irgendwann treffen wir wieder auf Banditen. Dann können wir das Ganze mal erproben. Wenn wir in steilem Gelände unterwegs sind, ich bin jetzt hier gerade am Sprinten, dann wird die Geschwindigkeit von uns und von unserem Pferdchen etwas reduziert. Weil wir müssen natürlich auch hier ordentlich eine Steigung überwinden. Das Ausweichverhalten von Banditen wurde geupdatet. Im Detail steht leider nichts mehr dabei. Die Wegfindung von Banditen bei der Verfolgung, wenn die uns verfolgen, wurde auch geupdatet. Es gibt zusätzlich Pferde- und Eselanimationen im Wasser. Das können wir uns vielleicht... Habe ich da gerade eine Biene gehört? Die Animation können wir uns vielleicht gleich mal anschauen. Da war schon wieder eine. Dann wurden in den User Interfaces verschiedene Schriftzüge, Grafiken und so weiter angepasst und geupdatet. Gewisse HUD-Elemente wurden von der Position ein bisschen verschoben. Ich weiß nicht. Ich glaube, hier unten meine Eisenaxt und mein Überlebensding wurde ein bisschen kleiner gemacht. Oder ist das jetzt nur so ein Gefühl? Ich würde sagen, die waren mal größer. So, schauen wir mal. Da war schon wieder eine Biene. Was ich sehen kann ist, der Kopf ist doch ein bisschen anders, oder? Jetzt geht er ziemlich gut nach unten. Und wenn wir hier reingehen ins Wasser, dann geht der Kopf immer weiter nach vorne, dass er so über Wasser gehalten wird. Meinst du das mit der besonderen Animation? Ah ja, genau. Das gibt's auch noch. Unterwassergeräusche wurden geupdatet. Es wurden Render-Optimierungen durchgeführt. Wenn wir eine Waffe in der Hand haben, soll die Munition sichtbar sein. Das probieren wir direkt mal kurz aus. Ah, und seht ihr daneben dran? Vom Reittier absteigen und Fackel? Die zwei Dinge sind mir seither nicht so aufgefallen. Und gleich mal schauen, ob die auch neu sind. Ich habe es jetzt nicht gefunden. So, Armbrust. Genau, dann seht ihr hier unten. Ah, jetzt kann man es lesen. Eisenbolzen 37. Dann wissen wir direkt, was ist ausgerüstet und wie viel haben wir noch. Ist direkt ein besseres Feedback. Der Bildschirmeffekt bei Vergiftung wurde geupdatet. Die NPCs bei Quests, die uns gegenüberstehen, deren Animation Verhalten wurde geupdatet. Wenn ich einen Banditen töte, dann erhöht sich mein Dynastie-Ruf mehr wie in der Vergangenheit. Und wir haben ja vorher ein paar Bäume gefällt. Die sind alle von mir weggefallen, aber
Die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt auch mal auf mich drauf fallen, in meine Richtung fallen, wurde erhöht. Damit ist natürlich jetzt noch gefährlicher und wir können noch eher von so einem Baum getroffen werden. Wenn wir verschiedene Werkzeuge in der Third-Person-Ansicht haben, da wurden die Überblendungen dazu ja, geupdatet, verbessert. Schatten und Ausleuchtung von Lagerfeuern wurden optimiert. Wenn man Tiere aus anderen Dörfern trifft, okay, das ist wohl ein bisschen schlecht übersetzt. Wenn man Tiere aus anderen Dörfern trifft und sie nicht tötet, dann sinkt der Ruf der Dynastie. Da müssen wir noch ein bisschen rausfinden in den nächsten Folgen. Also das finde ich ein bisschen merkwürdig beschrieben. Genau. Wenn wir mit einem Pferd irgendwie an einem Hang unterwegs sind, dann wurde die Platzierung der Pferdefüße da verbessert. Vor allem, wenn da Steine sind und so, dass wir da besser hochkommen. Wenn wir uns hier auf der Karte irgendwo einen Zielpunkt setzen, können wir machen mit F und da die Route hinbauen, dann ist quasi die Orientierung dahin jetzt viel genauer. Ja, weiter wurden dann diverse Charakterbewegungen, Tiere und NPCs optimiert. Manchmal kam es tatsächlich vor, dass ein Mitarbeiter die Werkstatt nicht betreten konnte. Und in dem Falle wurde jetzt auch einiges verbessert. Genau, es gibt generell andere Texte, andere Icons, also von der Größe her. Naja, das ist quasi auch so ein bisschen die Icons, die wir hier sehen. Und auch hier im Inventar, da wurde die Größe so ein bisschen angepasst der verschiedenen Icons, dass man die besser sehen soll. Grundlegend wurde auch der Fallschaden angepasst. Also wenn ich irgendwo runterfalle, bekomme ich jetzt einen anderen Schaden wie zuvor, der jetzt erhöht wurde oder reduziert wurde. Steht nicht dabei, aber ich gehe mal stark davon aus, dass der erhöht wurde, weil ich bin seither schon überall runtergefallen und ich habe nie wirklich Schaden bekommen. Die Fertigkeitseinstellung für Neugeborenes wurde angepasst. Diverse Animationen bei den Erbenquests, Preise für Vasen mit Blumen wurden erhöht. Preise für Säfte, also dass man die herstellen kann, wurden gesenkt. Ärgerlich, wer es schon freigeschalten hat. Im Spielmenü wird es HUD ausgeblendet. Verstehe ich jetzt gerade nicht ganz, was sie damit meinen. Wenn wir in der Hocke sind oder springen, die Überblendungen zwischendurch haben sie verbessert und optimiert, dass es einfach cooler und flüssiger ausschaut. Mir ist es manchmal passiert, dass wenn ich ein Tier getötet habe, dass da mein Eisenbolzen oder sonst was, mit was ich geschossen habe, nicht mehr im Tier drin war. Die bleiben jetzt zukünftig immer drin, dass ihr die auch wieder rausziehen könnt. Außer sind sie natürlich kaputt gegangen, dann nicht. Die Lesbarkeit von gewissen Dialogen wurde verbessert. Wahrscheinlich meinen sie damit auch ein bisschen so Schriftart und Schriftgröße, was wir gerade vorher schon hatten. Genau. Und dann wurden ganz viele Sprachen aktualisiert. Also im Detail steht hier chinesische, ukrainische und
russische Schriftarten und alle Sprachen. Wenn man mit Truhen in irgendwelchen Lagerräumen interagiert und wählt dort einen Gegenstand aus, dann werden da die Details etwas mehr farblich hervorgehoben, wenn es sich dabei um den richtigen Aufbewahrungsort handelt. Wenn es der falsche ist, sieht es entsprechend anders aus. Falls man sich unsicher ist, wo gehört das Ding jetzt hin, hat man darüber direkt ein viel besseres Feedback. Ja, das war's soweit, auch mit den Updates. Wie gesagt, die Bugfixes sind wir nicht alle im Detail durchgegangen. Die verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Wen es interessiert, kann die dann voll durchlesen. Ich denke da, die ganzen speziellen Sachen, die gewisse Leute eingereicht haben, können sich das dann selber anschauen, ob da jetzt der Bugfix schon mit drin ist oder ob sie noch warten müssen. Ja, und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß, vor allem den neuen Konsolenspielern, die jetzt hier auch Medieval Dynasty spielen können, mit diesem Spiel. Habt viel Spaß damit, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.